Wir sind hier in der historischen Altstadt von Klagenfurt und zwar ganz genau in der Konditorei Corbelius, wo es nicht nur gut duftet, sondern wo es auch noch sehr gut aussieht. Und das erinnert mich immer noch sehr an meine Kindheit. Wenn ich in der Schule früher eine gute Note hatte, dann durfte ich hier herunterkommen und mir ein Stück von dieser wunderbaren, legendären Baiser-Torte kaufen. Und die Stadt ist eigentlich durch Renaissance-Bauten gekennzeichnet. Wir stehen jetzt hier in einem der schönsten Renaissance-Innenhöfe und zwar im sogenannten Haus des Hochstiftes Bamberg. Und das ist gekennzeichnet durch diese prachtvollen Renaissance-Arkadengänge, durch einen eigenen Ziehbrunnen noch hier im Hof und durch einen Baum, der Schatten spendet. Und das ist hier mit einer der schönsten und gleichzeitig aber auch ruhigsten Orte im Herzen der Innenstadt, ganz in der Nähe des alten Platzes, dem mittelalterlichen Herz dieser Stadt Klagenfurt, wo man das mediterrane Leben geradezu spüren kann. Wir sind ja hier nur noch ungefähr 100 Kilometer von der Adria entfernt. Ne? Wenn man ganz genau hinhorcht, kann man schon fast das Meerrauschen hören. Also jetzt habe ich Sie in den Theaterpark geführt. Einen der schönsten Parks hier in Klagenfurt mit dieser prächtigen Fontäne hier im Hintergrund und nochmal dahinter das schöne Klagenfurter Stadttheater, das kulturelle Herz dieser Stadt. Das Theater ist anlässlich des 60. Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josefs errichtet worden und zwar in den Jahren 1908 bis 1910 und damit ist schon klar, es ist ein wunderschöner Bau des Jugendstils. Jetzt sind wir auf dem neuen Platz angekommen. Dem Platz, der eigentlich heute das geografische Zentrum von Klagenfurt bildet. In der Mitte des Platzes, wie Sie sehen können, thront das Wappentier von Klagenfurt, der berühmte Lindwurm, der hier gerade vom Herkules erlegt wird. Und am Ostende des Platzes, auf einer großen Säule, da steht Maria Theresia, die große Kaiserin, die ja bekanntermaßen in Österreich auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ja, und jetzt sind wir endlich am See angekommen und hier komme ich auch sehr gerne her, wenn ich mich erholen möchte oder wenn ich einfach diesen prachtvollen Blick auf den Wörthersee genießen möchte. Wir sind hier auf der Halbinsel Maria Loreto, das gehört tatsächlich noch zum Stadtgebiet von Klagenfurt dazu. Es ist nur ein paar Minuten mit dem öffentlichen Bus oder mit dem Auto aus dem Stadtzentrum und man findet hier nicht nur eine prachtvolle Natur, sondern auch hervorragende Restaurants und Cafés, wo man wirklich einen schönen Tag oder Nachmittag genießen kann.